Hallo, ich mache heute mal ein etwas anderes Video, was ich in der Form, glaube ich, noch nicht wirklich gemacht habe. Und zwar werde ich jetzt ein Unboxing und einen Live-Test und Swatches und so weiter machen von diesem Ding hier. Das ist von Too Faced, The Power of Makeup by Nikki Tutorials. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr YouTube-Makeup-Tutorials und eben solche Leute wie Nikki Tutorials verfolgt. Das ist eine Palette plus ein paar andere Sachen, die sie zusammen mit Too Faced rausgebracht hat. Mir wurde das nicht geschickt, ich habe das selbst gekauft und selbst gedacht, wäre vielleicht mal interessant, das live zu testen und das werden wir heute machen. Erstmal, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich bezahlt habe, aber das hier bei Sephora, es war recht teuer, vor allen Dingen mit Versand. So, in dieser Verpackung sind zwei Dinge drin. Erstmal einmal die Palette und dann ein kleines Beutelchen-Ding, wo die anderen Sachen drin sind. Da schaue ich jetzt mal zuerst rein. Das hat alles dieses süße kleine Leo-Gold-Pink-Muster, irgendwie ganz niedlich. Und, Achtung, okay, hier ist erstmal so ein kleines Kartending drin. Show us your looks. The Power of Makeup, Glamour Guide. Und ich glaube, ja, da sind einfach so ein paar Sachen drin, die man mit der Palette machen könnte. Ich glaube, einfach so Vorschläge oder so irgendwas in der Art. Wir haben hier auf jeden Fall die Better Than Sex Mascara, die sehr gehypt wurde auf YouTube. Das ist allerdings eine lilane Version. Ich wünschte, es wäre eine normale. Ich wünschte, denn ich benutze nicht wirklich lila Mascara. Vielleicht baue ich das irgendwo in meinen Look ein. Aber im Normalfall benutze ich keine lila Mascara. Ich hätte mich richtig gefreut, wenn das eine schwarze gewesen wäre. Ist es aber leider nicht. Dann haben wir hier einen Liquid Eyeliner. Und zwar heißt der Sketch Marker You're So Too Faced. Und was ich ganz süß finde an der Verpackung, ist, dass hier so ein kleines Herzchen dran ist. Wie so ein Kugelschreiber sieht es aus und da ist ein kleines Herzchen dran. Finde ich irgendwie einfach niedlich. So ein kleines, süßes Detail. Und ist halt so ein, wie so ein Filzstift. Mit so einer kleinen Spitze. Was ich aber sagen muss, ist, dass der bei mir ziemlich ausläuft auf der Hand. Wir werden sehen, wie das auf dem Auge ist. Ich denke, ich werde einfach mal Eyeliner irgendwo einbauen. Dann habe ich, wie gesagt, hier noch eine Eyeshadow Base. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich werde die mir gleich mal auf mein Auge klatschen und gucken, was passiert. 24 Plus Hour Anti-Crease Eyeshadow Primer. Und dann haben wir hier Glitzer. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, was ich furchtbar daran finde. Es hat keinen Sifter. Dieses kleine, wie heißt das auf Deutsch? Dieses kleine Ding, was da drüber ist manchmal, damit nicht so viel auf einmal rauskommt. Da ist nichts dergleichen drin. Sprich, das geht schnell überall hin. Und dann sind wir auch schon beim Herzstück von dieser Kollektion, und zwar der Palette. Ich bin so gespannt. Ich gehe mit euch mal die Palette durch und zeige euch die ersten Swatches. Die sieht auf jeden Fall so aus. Hat auch dieses kleine süße Leo-Muster. Und hat 9 Lidschatten, 2 Blushes und einen Bronzer und einen Highlight. Ich bin sehr gespannt, wie das auf dem Auge funktioniert. Ich möchte auch unbedingt irgendwas mit dem machen. Vielleicht sogar mit beiden. Mal gucken. Bevor ich mit dem Look anfange, jetzt mal hier ganz schnell die Swatches und meine ersten Eindrücke dazu. Okay, fangen wir an mit Ivy, mit der hellsten Farbe aus der Palette. In der ersten Reihe haben wir 3 sehr helle Farben. Einmal Ivy, was so ein matter Cremeton ist. Ist nicht komplett deckend, lässt sich schön verblenden, ist auf jeden Fall auch gut für so einen Farbton, wenn man ihn so unter der Augenbraue oder so verwenden möchte. Sowohl Sugarcoated als auch Frosted Yum haben sehr, sehr ähnliche Texturen. Ich würde schon fast sagen, sie sind eigentlich genau gleich. Das eine ist eben ein bisschen rosa, das andere ist eher blau, aber sie sind beide nicht ganz so weich und haben viele kleine Glitzerpartikel drin, die so ein bisschen durch die Gegend fliegen, wenn man sie aufträgt. Aber es ist nicht weiter schlimm für einen Highlighter, eigentlich ganz schön. Ein bisschen deckender wäre natürlich noch ein bisschen besser gewesen. In der zweiten Reihe sieht es eher nach einem natürlichen Make-up aus. Und zwar fängt es da an mit Irresistible, was so ein Goldton ist, den ich von allen mit am schwierigsten finde. Der deckt eigentlich mit dem Finger richtig schön, aber mit dem Pinsel ist es sehr schwierig. Ich hatte hier ein bisschen Glück, ich hatte ihn mehrfach geswatcht. Und manchmal ist es echt so, je nach Pinsel kommt dann nicht wirklich viel bei raus. Also der fliegt ein bisschen überall hin, ist ein bisschen schwierig, wie gesagt. Deckt nicht so richtig, ich hätte mir so ein bisschen mehr erhofft. Painkiller ist so ein typischer Transition-Farbton, so ein helleres, mattes Braun, was relativ neutral ist. Sehr gleiche Textur wie Ivy aus der vorherigen Reihe, lässt sich schön verblenden, sieht eigentlich wirklich sehr, sehr schön aus. Und daneben haben wir noch Makeup and Chill, was einfach so ein dunkleres, rötlicheres Braun ist. Genau die gleiche Textur wieder, neigt ganz leicht dazu, ein bisschen fleckiger zu werden, aber auch nicht besonders stark. Also ich fand die Texturen hier richtig, richtig schön eigentlich. In der dritten Reihe sind 2 meiner absoluten Favoriten, und zwar einmal Mystic Hour. Das ist so ein Petrolblau, was aber geswatcht auch wirklich einfach nur nach Blau aussieht. Hat einen sehr schönen Schimmer, hat eine schönere Textur als die anderen 3 Schimmerfarbtöne. Und genauso sieht es auch aus mit Wham Bam, was so ein typisches Lila ist, was von der Deckkraft her wieder nicht ganz so extrem ist, aber auch noch sehr, sehr schön.
Hat so eine leichte pinke Base, würde ich schon fast sagen. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch, finde ich. Und das Schwarz aus der Reihe heißt Wanted. Und das ist einfach ein Schwarz, wobei ich das eher als dunkles Grau bezeichnen würde. Es ist für mich kein richtiges Schwarz. Es ist sehr schnell fleckig. Es lässt sich nicht so schön dunkel und tief auftragen. Und das ist halt echt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also da bin ich nicht ganz so begeistert von. Dann haben wir in der Palette noch zwei Blushfarben. Einmal dieses Peach namens I Will Always Love You. Und ist nicht ganz stark deckend, ist aber auch schön für einen Blush. Ich finde die Textur eigentlich hier wirklich sehr schön. Und dann haben wir noch dieses Barbie Pink namens Justify My Love. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr extremes Barbie Pink. Es ist nicht unbedingt meine Lieblingsblushfarbe, aber von der Textur her funktioniert das auch ganz gut. Ist ein bisschen deckender als das andere, was vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger sein könnte. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dieser Chocolate Soleil Bronzer, der hier drin ist, ist relativ bekannt von dieser Marke. Kann das sein? Ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall definitiv nur für helle Hauttypen ausgelegt. Was will man mit einem dunkleren Hauttyp mit einem Bronzer, den man dann überhaupt gar nicht mehr sieht? Für mich ist die Farbe ganz gut. Ich mag die Textur nicht ganz so gerne. Es blendet sich für mich zwar schön, aber nicht so richtig schön gleichmäßig. Bin ich ganz überzeugt davon. Mein eigentlich größtes Sorgenkind aus dieser Palette ist der Highlighter. Und zwar, weil ich einfach finde, dass der nicht besonders stark ist. Also er funktioniert. Und die Farbe ist auch wirklich sehr schön. Hat auch so einen leicht Goldschimmer drin, was man gerade gar nicht sehen kann. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie mehr erwartet in diesem Fall. Also wirklich viel mehr. Also was ich auf den ersten Blick schon mal sagen kann, die matten Texturen finde ich ganz toll. Von den beiden hier mag ich die auch sehr gerne. Bei denen hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und auf jeden Fall ist die Palette sehr auf helle Hauttypen ausgelegt. Sieht man an dem Bronzer und an dem Highlighter. Dass, wenn ihr so ein bisschen dunkler seid, das wird nicht funktionieren. Also ich würde mal sagen, wenn ihr wirklich ein bisschen dunklere Haut habt, ist das sowieso schon mal gar nichts für euch. Gut, dann würde ich mal sagen, ich freue mich schon auf diesen Teil so sehr. Ich habe meine Foundation gemacht und meine Augenbrauen und mehr noch nicht. Und wir werden jetzt einfach mal in diese wunderschöne Palette eintauchen und gucken, was dabei rauskommt. So, ich bin jetzt erstmal ein bisschen näher gekommen und werde mir den Primer auf die Augen schmieren. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt testen kann, ob der gut ist oder nicht, aber wir benutzen ihn einfach mal. Der erinnert mich wirklich sehr an den von Urban Decay, einfach von der ganzen Textur her. Aber ob der jetzt genauso gut ist wie der, weiß ich nicht. Also bei mir hält der Urban Decay Primer sehr gut, bei manchen Leuten überhaupt nicht. Deswegen Primer ist dann eine sehr individuelle Sache, so ein bisschen wie Mascara. Deswegen kann ich euch da nicht viel dazu sagen. Aber wir schauen einfach mal. Mann, ich kann mich jetzt gerade echt nicht entscheiden, was ich machen soll. Ich werde mir auf jeden Fall diesen Ivy-Ton unter die Augenbraue setzen, weil das logisch ist irgendwie. Deswegen mache ich das jetzt einfach schon mal, weil damit kann ich nicht falsch liegen. Das ist ein guter Start, glaube ich. Und ja, wie schon erwartet, das funktioniert sehr schön. Und ich muss sagen, echt, solche hellen Töne, die krümeln sehr gerne extrem. Manche sind schon wieder zu stark deckend, dass man sie für sowas gar nicht benutzen kann. Und da finde ich den hier jetzt gerade echt mal wirklich, wirklich schön. So, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, logische Konsequenz. Ich nehme jetzt Painkiller, also diesen Transition-Farbton, den ich vorhin schon angesprochen habe, als Transition-Shade. Und setze den auf jeden Fall in die Lidfalte. Das würde ich sowieso machen wahrscheinlich. Deswegen mache ich das jetzt. Mein Pinsel ist übrigens ein bisschen pink, weil ich keinen Pinselreiniger im ganzen Haus finde. Okay, ich muss mich kurz selbst unterbrechen. Dieser Lidschatten blendet richtig schön. Der ist so schön weich. Ich bin gerade richtig begeistert. Okay, ich komme wirklich nicht von dem Gedanken los, dieses Petrol-Dunkelblau und dieses Lila irgendwie zusammen auf mein Auge zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir werden es einfach versuchen. Deswegen nehme ich jetzt ein kleines bisschen von dem Lila und setze das auch in meine Lidfalte. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich finde die Farbe tatsächlich genau da wirklich richtig schön. Ich hätte nicht erwartet, dass ich die so schön finde hier. Aber ich finde sie richtig schön. Ich habe übrigens ein Gefühl, dass dieser Look sehr dramatisch wird. Oh, ihr seht mich ja gar nicht mehr. Ups. Ich habe absolut gar keine Ahnung, ob das, was ich mir gerade überlegt habe, überhaupt funktioniert. Aber ich werde jetzt in dieses Blau gehen und mir das erstmal komplett aufs Lid klatschen und wirklich hoffen, dass jetzt nicht dieser blaue Augeneffekt auftritt. Denn die Farben, die sind ein bisschen prädestiniert dafür, würde ich sagen. Aber wir versuchen das. Okay, schaut, wenn man das so macht, dann deckt er richtig, richtig schön. Oh ja, okay, ja. So, ich gehe zurück in den Pinsel, wo noch so ein bisschen von dem Lila drauf ist. Und jetzt blende ich das erstmal. Und ich glaube, dass mein Plan aufgeht. Ich
glaube. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich möchte da hier so ein bisschen von dem Schwarz mit reinsetzen und ich hoffe, dass ich es nicht bereuen werde, weil das passiert manchmal, wenn ich Schwarz benutze. Ich mache das Auge jetzt gerade noch nicht, weil ich erstmal gucken will, ob das eine gute Idee ist. Sorry, ich bin gerade so richtig konzentriert. Bei meinem, ich glaube, Marina and the Diamonds, Marina Martinez Video meinten Leute so, geht's dir gut? Du bist so komisch. Nein, ich bin nur konzentriert. Wenn ich mich nämlich wirklich konzentrieren muss, wie jetzt gerade, dann werde ich entweder seltsam oder ruhig. Oder beides, aber mir geht es gut. Ich bin auch nicht müde oder sonst irgendwas, obwohl es sehr spät ist. Wie viel Uhr ist denn? Es ist 23:06 Uhr. Aber hey, warum nicht? Ich muss jetzt erstmal die andere Seite so ein bisschen anpassen und hoffen, dass ich das gleich hinbekomme. Warum hoffe ich heute so viel? Heute hoffe ich anscheinend wirklich sehr. Aber hoffen hilft nicht nur, Kinder. Ihr müsst auch etwas dafür tun. Life Lessons with Ally. Ich gehe jetzt mal mit dem Mischmasch, was auf diesem Pinsel schon drauf ist, einfach an den unteren Wimpernkranz schon mal. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist relativ viel von Blau. Ja, ich bin gerade ausgerutscht. Der Waschbär. Okay, ich gehe jetzt erstmal in das Rosa, dieses helle Rosa, und setze das hier drauf. Ja. Vor allen Dingen von diesem Lila hier so ein bisschen runter. Seht ihr, das funktioniert richtig gut. Auch mit dem Pinsel hier. Sieht richtig schön aus, finde ich. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie ihr das findet. Aber ich persönlich finde, das sieht echt schön aus. Ich werde jetzt mal gucken, ob dieses Gold da unten irgendwie hingeht. Das ist auch viel schöner als erwartet. Ich muss jetzt diesen Eyeliner ausprobieren. Wo ist er denn? Und ich bin gespannt, ob der jetzt auch so verläuft, wie jetzt, als ich ihn auf meiner Hand geswatcht habe. Ich hoffe nicht. Okay, erster Eindruck auf dem Auge. Er gibt sehr leicht Farbe ab. Ich hätte fast gesagt, dass ich ihn ein bisschen zu hart finde. Aber er hat den Job so gut gemacht, dass ich mir nicht sicher bin. Also eigentlich mag ich es ein bisschen mehr, wenn die so ein bisschen mehr nachgeben. Der war schon sehr, sehr, sehr steif. Aber eigentlich hat es sehr gut funktioniert. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von ihm halten soll. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt diese lilane Mascara nur auf meine unteren Wimpern machen und auf meine oberen irgendeine schwarze und Wimpern aufkleben. Ich glaube, wenn man grüne Augen hat, könnte das Ding hier echt Gold wert sein. Ich mag ganz gerne, wie das aussieht gerade. Es gibt schon einen coolen Effekt irgendwie. Also irgendwie gefällt es mir tatsächlich. Ich glaube, bei grünen Augen könnte das echt so dieses Grün so richtig vorbringen. Ich brauche irgendwelche normale Mascara. Ich habe diese Wimpern neu bestellt und das sind die Featherettes von House of Lashes. Und ich möchte die unbedingt mal an mein Auge halten und schauen, ob sie mir gefallen. Denn die sehen in der Verpackung so schön aus. Bei manchen von House of Lashes ist es sehr schwer für meine Augenform, weil das nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, Hatice hat das letztens in einem Video sogar gesagt, dass es bei ihr auch so ist. Und bei ihr waren es aber die Iconics und die funktionieren für mich zum Beispiel super. Ich hoffe, dass die jetzt auch gut funktionieren. Bitte, bitte, bitte. Oh, sie sind so schön. Ich stehe momentan auf Kriegsfuß mit meinem schwarzen Wimpernkleber, denn ich mag ihn extrem gerne. Aber ich versaue mir damit immer das Make-up und ich weiß nicht, warum ich dachte, dass es eine gute Idee ist, den jetzt zu benutzen. Aber ich benutze ihn jetzt. Und zwar nicht mit Kamera, denn sonst werde ich alles versauen. Oh mein Gott, die Wimpern sind der Hammer. Oh, ich glaube, das sind meine neuen Lieblinge. Ohne Scheiß jetzt. Ich glaube, das sind meine neuen Lieblinge. Okay, bevor ich es vergesse, ich vergesse es nämlich jetzt tatsächlich schon fast. Wir haben ja einen Bronzer und ein bisschen Rouge und Highlighter. Das heißt, das werden wir jetzt auch mal testen. Ich nehme jetzt mit diesem kleinen Pinsel. Das ist übrigens der Real Techniques Contour Brush. Und da gehe ich jetzt in den Bronzer, weil ich so ein bisschen möchte gern konturiere. Obwohl ich das normalerweise nicht mit Bronzer mache. Aber wir testen das Ding jetzt einfach. Also ich mache so ein bisschen Konturbronze. Ich bin noch nicht überzeugt. Aber eigentlich ist die Farbe ganz schön, weil sie echt sehr, sehr, sehr natürlich aussieht. Auf einer so hellen Haut, wie meine. Ich habe immer sehr Angst vor Blush und sowas. Ich kann das nicht gut, glaube ich. Ich möchte diesen Peach-Ton. Ich habe irgendwie das Gefühl, der würde vielleicht besser passen. Aber ich finde ihn so schön. Ich probiere das jetzt einfach mit diesem Peach-Ton. Und
Und wenn es scheiße aussieht, dann bin ich doof. Ich habe aber echt ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten. Ich gehe jetzt nochmal in den Pinken. Jetzt sind hier drüber und... Oh, shit. Oh nein. Ich habe eine so seltsame und grottenschlechte Technik, was Blush betrifft. Ich muss mich bessern. Ich muss das wirklich mal so richtig lernen, denn... Ich wechsle jetzt mal den Pinsel. Damit kann ich das ein bisschen besser. Ich habe hier aber schon die eine Seite so ein bisschen gekackt. So, ich glaube, ich habe es jetzt so gut gerettet, dass es noch durchgeht. Immer wenn ich so bin, sieht das hier aus, hätte ich hier so einen Streifen, aber ich habe gar keinen. Seht ihr das? Ich glaube, das ist einfach mein Gesicht, das den Menschen da draußen Streiche spielt. Etwas, das ich im Gegensatz zu Blush tatsächlich kann, ist Highlighter. Das machen wir jetzt auch noch. Und den setze ich jetzt einfach dahin. Nein, wo man den Highlighter hin sehen, wie der aussieht. Okay, ich sehe von der Perspektive gerade gar nichts. Also dafür, dass es eine Palette von Niki Tutorials ist, muss ich sagen, dass der Highlighter relativ schwach ist. Ich finde das eigentlich ganz schön, also für mich persönlich ist das die richtige Menge von Highlight, aber es ist eine Niki Tutorials Palette, dieses Mädchen steht für Highlight. Und Highlighter überall und 5 Milliarden Kilo mehr als jeder normale Mensch. Und deswegen finde ich es schon ein bisschen lustig, dass der Highlighter echt, da muss man sogar ein bisschen aufbauen, damit man den überhaupt sieht. Weiß ich nicht so richtig. Ich nehme jetzt Colourpop Midi, so eine relativ neutrale Farbe. Und setze es hier drauf, weil ich sonst frustriert werde, weil ich schon 3 Farben ausprobiert habe und keine gefällt mir so wirklich dazu. Also probiere ich jetzt die hier. So, ich glaube, mit der Kombination kann ich leben. So sieht der fertige Look aus. Ich finde die Palette echt schön. Ich finde den Look auch schön. Der passt sogar irgendwie zu meinen mega ausgewaschenen Haaren. Die waren lila, jetzt sind sie hier grün und hier blau und weiß nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Wir werden auf jeden Fall bald mal meine Haare updaten wieder. Ich glaube, gerade auch im natürlicheren Bereich kann man hier wirklich sehr, sehr schöne Looks mitmachen. Ist relativ vielseitig, glaube ich, dafür, dass es nur 9 Lidschatten sind. Und die Sachen, die kann man auch als Lidschatten benutzen, natürlich. Jetzt hier rechts meine letzten beiden Videos. Da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob euch das Format gefällt, weil ich noch so ein paar Sachen habe, die ich vielleicht gerne machen würde, so First Impressions mäßig. Ich habe zum Beispiel die Kylie Palette noch rumliegen. Ich habe die BH Cosmetics Palette rumliegen, die ich gerne vergleichen würde vielleicht sogar. Also ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob euch sowas interessiert, denn ich habe es noch nicht gedreht. Also mal gucken. Ansonsten an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, bis dann. Tschüss.